Zum 15. Mal jährt sich das Ende eines der größten und spektakulärsten Kriminalfälle in Österreich. Die dramatische Geschichte von Natascha Kampusch hat damals weltweit für große Schlagzeilen gesorgt. Und auch heute zieht Strasshof immer noch Schaulustige an. Doris Henninger hat sich dort umgehört. 23. August 2006. Eine junge Frau läuft in der Kleingartensiedlung in Strasshof umher. Sie behauptet, sie sei die 8 Jahre zuvor verschwundene Natascha Kampusch. Sie wird am Polizeiposten in Deutschwagram einvernommen. ORF Niederösterreich-Reporter Werner Fetz ist einer der ersten vor Ort. Das Mädchen hat gesagt, sie wurde unterrichtet von ihrem Entführer. Sie hat auf die Beamten, die sie einvernommen haben, sehr gebildet gewirkt. Sie wusste auch über das Tagesgeschehen Bescheid. Bürgermeister Ludwig Deltl, damals Vizebürgermeister, ist gerade auf Urlaub. Ich bin dann an diesem Abend von diesem Spaziergang im Ausland nach Hause in das Hotel zurückgekommen und habe den Fernseher aufgedreht und CNN gesehen und habe gewusst, was in Strasshof los war. Auch in der örtlichen Bäckerei erinnert sich der Seniorchef heute noch gut an den Medienrummel von damals. Auf einmal waren wir für eine Woche, kann man sagen, im Mittelpunkt der Welt. Und die Journalisten waren in alle Gasthäusern, ist immer alles besprochen worden und gefragt worden, die Leute sind interviewt worden. Für mich waren es dann die kommenden Tage, wo halt vieles gefragt worden ist, viele Interviews angefragt worden sind von verschiedensten Medien. Und in der Zwischenzeit wurden immer mehr Details bekannt. Kampusch wurde 8 Jahre zuvor am Schulweg in Wien-Donaustadt von Wolfgang Priklopil entführt. Die letztlich erfolglose Suche nach dem Mädchen geriet zu einer der größten Polizeiaktionen des Landes. Priklopil hielt Kampusch im Keller seines Wohnhauses in Strasshof gefangen. Später musste sie auch Hausarbeiten erledigen. Beim Autoputzen gelang ihr schließlich in einem unbemerkten Moment die Flucht. Nur wenige Wochen später gab sie ORF-Redakteur Christoph Feuerstein ein erstes, von internationalen Medien vielbeachtetes Interview. Ich habe in den Monaten davor auch schon gesagt, ich kann so nicht mehr leben. Ich werde sicherlich versuchen, von dir zu fliehen. Priklopils Leiche wurde auf den Gleisen der Wiener S-Bahn gefunden. Vom Medienrummel in Strasshof waren besonders die Nachbarn damals betroffen. Es war vorne abgesperrt. Wir haben müssen den Schrank, also die Absperrung wegnehmen. Ich habe Nachhilfkinder gehabt, die sind gekommen. Die habe ich müssen bei der anderen Tür drüben reinlassen, in der anderen Gasse. Und nach ein paar Tagen sind wir geflüchtet, weil die Hubschrauber fast doch dran haben. Heute, 15 Jahre später, zieht der Ort des Verbrechens immer noch Schaulustige an. Familie Albrecht aus Deutschland hat ein spezielles Hobby. Die Albrechts besuchen gerne Kriminalschauplätze. Wir fahren auch mal so ehemalige Tatorte ab, die sich so ereignet haben. Aber meistens immer auch, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, gucken wir auch mal, was war gerade da oder was ist da irgendwie mal gewesen. Also es ist schon, ist auch sehr interessant. Besonders Tochter Pia hat viel über den Fall Kampusch gelesen. Nun will sie den Schauplatz sehen. Wir wussten ja auch, dass unsere Tochter sich so ein bisschen für den Fall Natascha Kampusch so interessiert. Und da haben wir ihr versprochen, dass wenn wir dann nach Wien fahren, dass wir dann einen kleinen Abstecher mal nach dem Haus, wo Natascha Kampusch dann gefangen gehalten wurde, machen. Und sie werden nicht die Letzten sein, die hierher kommen, zu jenem Haus, das heute unbewohnt ist, aber Natascha Kampusch gehört. In Strasshof hat sich seither viel getan und dennoch bleibt der Ort untrennbar mit dem Fall verbunden. Wo der Fall Kampusch war, das weiß ja jeder. Wenn man in Europa irgendwo hinfährst und sagt, Strasshof und Kampusch, das ist eigentlich eins. Ja.